aus der Barclaycard Arena in Hamburg. Wir sind für euch dabei beim Rewe Final Four, ganz nah dran mit allen Bildern und Stimmen vom Event. Und natürlich schauen wir zuerst zurück auf diesen Wahnsinns-Halbfinaltag. Die Spielzusammenfassung: Leipzig gegen Kiel und die Rhein-Neckar-Löwen gegen Flensburg. Es ging sofort heiß her in der Hamburger Barclaycard Arena. Im ersten Halbfinale des Rewe Final Four: Neuling SCDFK Leipzig gegen Rekordpokalsieger THW Kiel. Leipzig von Beginn an hoch motiviert und mit dem ersten Treffer des Wochenendes. Im Tor parierte Keeper Jens Fortmann drei Bälle in drei Minuten. Und vorne schlossen die Männer in Grün erfolgreich ab. 5:1, Blitzstart perfekt. Kiel aber kaum aus der Ruhe zu bringen, kämpfte sich bis zur Halbzeit zurück. 19:19 zur Pause. Im zweiten Durchgang kam der THW besser aus der Kabine. Ein Doppelschlag von Niklas Eckberg und auf einmal waren die Zebras mit zwei Toren vorn. Der SCDFK ließ sich nicht abschütteln, hielt weiter mit. Kiel wie hier aber immer mit der passenden Antwort. In den letzten 10 Minuten war dann Kiels Torhüter Niklas Landin voll da und entschärfte zahlreiche Bälle. Die Zebras und vor allem Domagoj Duvnjak fanden vorn immer wieder Lücken in der Leipziger Abwehr. Auch Niklas Eckberg, der den Schlusspunkt einer intensiven Partie setzte. 32:35 für Kiel, der THW damit erster Finalist. Ich habe nicht so viele technische Fehler gehabt wie in der ersten Halbzeit. Und deswegen habe ich, glaube ich, gewonnen. Leipzig hat super Mannschaft und die haben heute das gezeigt, die kämpfen bis Unfall und ich gratuliere auch Leipzig. Halbfinale 2, ein Traditionsduell beim Rewe Final Four. Zum vierten Mal in Folge die Rhein-Neckar-Löwen gegen die SG Flensburg-Handewitt. Die ersten 30 Minuten waren ein offener Schlagabtausch. Erst führte Flensburg, dann drehten die Löwen das Spiel und legten selbst vor. Nach 19 Minuten tauschte die SG den Torwart, was Wirkung zeigte. Möller mit der Parade und Swan zur 2-Tore-Führung. Kurz vor der Halbzeit verkürzten die Rhein-Neckar-Löwen nochmal. Dennoch ging es für sie mit einem 18:16 Rückstand in die Kabine. Im zweiten Durchgang drehte Flensburg voll auf. Im Tor mutierte Möller zu einer unüberwindbaren Hürde für die Löwen. Vorne spielte sich die SG mit einem 8:1 Lauf in einen Rausch, die Vorentscheidung. Am Ende setzte sich die SG Flensburg-Handewitt mit 23:33 gegen die Rhein-Neckar-Löwen durch und zog zum siebten Mal in Folge ins Endspiel ein. Wir kriegen unsere Abwehr besser in den Griff zweite Halbzeit und wir haben heute den besseren Torhüter. Kevin Möller war richtig stark, vor allem zweite Halbzeit und hat richtig viele Bälle gehalten, wo wir in unserer Abwehr das nicht hingekriegt haben, hat er uns gerettet mehrmals und ich finde, er war der große Unterschied heute. Zwei absolut packende Halbfinalpartien, die wir da miterleben durften und heraus kam ein Handballklassiker, das Nordderby Kiel gegen Flensburg im DHB-Pokalfinale. Natürlich haben wir auch von dieser Partie die Zusammenfassung. Nordderby, Klassiker und Traumfinale. Die SG Flensburg-Handewitt gegen den THW Kiel. Zwei Erzrivalen, die um den DHB-Pokal kämpften. Mehr ging nicht. Beide Teams von Beginn an mit jeder Menge Leidenschaft, wobei Flensburg den besseren Start erwischte. Eine 2-Tore-Führung, die Kiel klassisch in Schwarz-Weiß, nach 6 Minuten ausglich. 3:3. Und der THW machte weiter, drehte das Spiel und zog immer wieder auf 2 Tore davon. Doch Flensburg legte unerbittlich nach. 13:12 für den THW nach einer hochklassigen ersten Hälfte. Im zweiten Durchgang nahm Kiel dann richtig Fahrt auf. Im Angriff tankten sich die Zebras durch und in der Verteidigung warfen sie sich in jeder Aktion. Als dann auch noch Keeper Landin reihenweise beste Chancen der SG vereitelte, brannte das Kieler Feuer. Der THW kam ins Rollen und legte Tor für Tor nach. Der überragende Duvnjak mit dem 24:18. Flensburg erholte sich von diesem Schock nicht mehr und konnte nur noch vereinzelt treffen. Das Finale war entschieden, der letzte Treffer zum 29:23 von Kieler Darmke. Danach wurde nur noch gejubelt.
glaube, dass wir heute wirklich eigentlich das ganze Spiel besser waren. In der ersten Halbzeit war es dann doch noch ziemlich knapp. Da haben wir auch ein bisschen noch Fehler gemacht. Und in der zweiten konnten wir uns einfach noch deutlicher absetzen. Und dann erspielen wir einen hohen Vorsprung. Dann hält Landin in wichtigen Phasen ganz wichtige Dinger, sonst schrumpft das auch nochmal. Und das hat, denke ich, den Flensburgern auch letztendlich den Zahn gezogen. Aber ich finde schon, dass wir heute über 60 Minuten die bessere Mannschaft waren und auch in der Höhe verdient gewonnen haben. Der THW Kiel ist der Pokalsieger 2017. Da drin ist noch einiges los. Die Siegerparty läuft und wir zeigen euch, wie gefeiert wurde. Bereits als das Spiel noch lief, war schon alles klar und die letzten Minuten wurden gefeiert. Der THW Kiel holte sich mit einem 29:23 Sieg gegen die SG Flensburg-Handewitt den Titel DHB-Pokalsieger. Nach 2011, 12 und 13 war es der vierte Finalsieg der Zebras gegen Flensburg. Wow, also es war echt unglaublich. Wahnsinn, die Mannschaft. Was für eine Leistung, was für eine Leidenschaft. Mit vollem Herz ins Finale reingegangen. Und wir haben dann die Flensburger erzwungen und damit sind wir noch einfach überglücklich über diesen Pokal jetzt gleich. 3 Jahre lang war der THW nicht beim Rewe Final Four dabei. Jetzt meldete er sich fulminant zurück. Nach Spielende gab es nur noch Jubel. Die beiden Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst trugen den DHB-Pokal aufs Spielfeld, den dann Doma Gojdovnia kurze Zeit später in die Höhe recken durfte. So oft wie Kiel konnte diesen Titel noch niemand gewinnen. Zum 10. Mal ging die Trophäe an den THW. Ich war schon ein paar Mal hier und habe immer verloren. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich gewonnen habe, dass wir heute mit der Mannschaft gewonnen haben und heute den Pokal unbedingt haben. Das war sicherlich ausschlaggebend. Ohne dass ich sagen will, dass Flensburg das nicht wollte, aber ich glaube, wir haben heute sehr gut zusammengefallen. Gemeinsam mit den mitgereisten Fans aus Kiel feierte die Mannschaft ihren Titel und sorgte für zahlreiche Gänsehautmomente. Nationalspieler Rune Dahmke war dann auserwählt, das Hallenmikrofon und die Aufmerksamkeit der 13.200 Zuschauer allein für sich zu haben, um die traditionelle Humba anzustimmen. Eigentlich mag ich sowas nicht so gern und ich hoffe nicht, dass sich das jetzt festsetzt, dass ich Minis Erbe antrete, aber heute war es einfach geil, so viele Kieler Fans hier zu haben, das war wirklich Heimspielatmosphäre, das ganze Spiel haben die uns nach vorne gepusht und wir sind auch immer wieder in die Ecke gegangen und während des Spiels und haben auch den direkten Kontakt gesucht und das hat uns unglaublich geholfen heute und das natürlich mit so einem Abschluss zu krönen, ist schön. In der Kabine ging die Siegerparty weiter und wie man feiert, weiß der THW als Rekordmeister und Pokalsieger ja bestens. Sicher ist, es wurde eine lange schwarz-weiße Nacht. Nach dem Rewe Final Four ist vor dem nächsten Spieltag in der DKB Handball Bundesliga und natürlich blicken wir auch auf diesen zurück. Die Rhein-Neckar-Löwen waren die Ersten, die nach dem Rewe-Final Four wieder ran mussten. Der VfL Gummersbach kam in die SAP-Arena. Die Löwen wollten für ihre Fans einiges wieder gut machen. Und das gelang ihnen. Nach einem nervösen Start beider Teams entwickelte sich in Halbzeit 1 eine kampfbetonte Partie, in der die Mannheimer aber zunächst noch nicht richtig in Fahrt kamen. 16:13, der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel platzte dann der Knoten. Die Hausherren starteten mit einem Doppelschlag und setzten sich danach immer weiter ab. Gudjon Vallo Sigurdsson mit 11 Treffern, bester Werfer der Partie, mit dem 27:17. Das Spiel dann bereits entschieden. Gummersbach leistete nur noch wenig Gegenwehr und zeigte eine schwache Leistung. Eine einseitige zweite Hälfte, in der sich die Rhein-Neckar-Löwen den Frust von der Seele werfen konnten. 34:20 für den Titelverteidiger. Bereits am Freitag empfing der Bergische HC frisch auf Göppingen. Hälfte 1 verlief ausgeglichen, die Gäste in Grün-Weiß mit einem Tor in Front zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel zu Beginn weiterhin ein Hin und Her, bis der Bergische HC ab Minute 44 Vollgas gab. Ein 7:1 Lauf innerhalb von nicht einmal 10 Minuten brachte die Vorentscheidung. Am Ende stand ein deutliches 32:26 und damit zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf für den BHC.
Die Tabelle wird weiterhin angeführt von Flensburg. Die Löwen jetzt mit der gleichen Anzahl an Spielen, einen Punkt hinter den Nordlichtern, gefolgt vom THW Kiel und den Füchsen Berlin. In der Abstiegsregion bahnt sich ein spannender Kampf zwischen mindestens 5 Teams an. Gummersbach auf Rang 13 und den Bergischen HC auf Rang 17 trennen nur 2 Punkte. Der HSC 2000 Coburg mit 4 Zählern dahinter ist das Tabellenschlusslicht. In der nächsten Woche werden 4 Ligapartien übertragen. Am Samstag Lemgo gegen Kiel ab 19 Uhr auf DAZN.com. Am Sonntag dann die Füchse Berlin gegen Flensburg ab 14.55 Uhr live auf Sport1. Zeitgleich im Stream auf tv.sport1.de Hannover gegen Magdeburg. Und am Mittwoch nochmal ein Free-TV-Spiel mit Melsungen gegen Berlin ab 20 Uhr auf Sport1. Auch in der zweiten Handball-Bundesliga ging es natürlich weiter und das ist unser Spiel der Woche. Der Aufstiegsaspirant aus Hüttenberg zu Gast beim abstiegsgefährdeten Wilhelmshavener HV. Spannung lag in der Luft. Der Beginn der Partie entgegen den Erwartungen ausgeglichen. In den ersten 20 Minuten konnte sich weder der WHV in Rot noch die favorisierten Hüttenberger in Weiß absetzen. Aus dem 10:10 machten die Hausherren dann innerhalb weniger Minuten eine 5-Tore-Führung. Mit einem 17:12 ging es in die Kabinen. Der bessere Start in die zweite Hälfte gelang Hüttenberg. Tim Stephan brachte den TVH wieder auf ein Tor heran. Erst 5 Minuten waren da gespielt und die Partie wieder offen. Wilhelmshaven wehrte sich, fand immer wieder den Weg zum Tor und spielte sich in Front. Doch der TVH drehte einen 2-Tore-Rückstand Mitte des zweiten Durchgangs. Dominik Mappes brachte die erste Führung für die Hüttenberger. Am Ende dann Kai Smits mit dem umjubelten Siegtreffer für den WHV in letzter Sekunde. 28:27 der Endstand. Wilhelmshaven sackte 2 wichtige Punkte im Abstiegskampf ein. Die Tabelle nach dem 29. Spieltag. Lübbecke mit etwas Vorsprung weiterhin an der Tabellenspitze. Ein enges Rennen um die Aufstiegsplätze zwischen Bietigheim, Hüttenberg und den Rimperer Wölfen. Wilhelmshaven klettert auf den 11. Platz. Hamm punktet doppelt und baut den Vorsprung auf Ferndorf aus. Neuhausen und Rostock stehen weiterhin am Tabellenende. Das war sie, die 7-Meter-Ausgabe vom Rewe Final Four 2017 in Hamburg. DHB-Pokal-Rekordsieger THW Kiel mit dem 10. Titel. Herzlichen Glückwunsch von uns und vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal.